2 Monate abgeschnitten. Von Freunden, Familie und jeglicher Kommunikation. Gestrandet mit 5 anderen Jugendlichen auf einem verlassenen, von Spaniern bewohnten Ferienparadies. Von Lehrern zur Arbeit gezwungen. Mit niedrigstem Kapital zum Überleben gefordert. Er kämpfte mit wilden Tieren ums Überleben. Warte mal, wilde Tiere? Meinst du damit die Kakerlake, auf die du außerdem getreten bist? Und dann noch rumgeschrien hast wie ein kleines Mädchen? Psst, halt die Klappe! Ich muss ja eine dramatische Ankündigung machen. Und außerdem, zu meiner Verteidigung, hat die Kakerlake richtig widerlich geknackt und ich habe nur eine halbe Stunde geschrien. Wo war ich? Er rannte vor wütenden Spaniern weg. Nein, erzähl es richtig. Du bist auf die Schnauze gefallen und ein paar Leute kamen vorbei und haben versucht, dir aufzuhelfen. Wo bist du da vor wütenden Spaniern weggerannt? Erzähl es mir. Kannst du mal die Klappe halten? Ich versuche mich gerade wie einen Held darzustellen. So, weiter im Text. Er entdeckte die wahre Schönheit der Natur. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Auch wenn du die Natur wieder mit diesem komischen Auto da, was du auch immer du hattest, wenn man das Auto nennen kann, die Natur gleich wieder zerstört hast. Maul halten! Er lernte die kanarische Küche kennen. Ja, stimmt. Was gab es bei euch zu essen? Entweder Instantnudeln oder Tiefkühlpizza? So, jetzt reicht es mir aber. Ich will nur ein Video machen und hab keinen Bock, mich hier andauernd unterbrechen zu lassen. So, ich beende jetzt diese Show, indem ich ganz einfach sage: Dosh LP is back in Germany.